Yo, sage ich und halte ein Peace-Zeichen in die Kamera, was sowieso keiner sehen kann, weil ich keine Kamera habe. Also zeige ich es zu meinem Bildschirm. Was eigentlich nur bedeuten soll. Willkommen zurück on Peace und zurück in Düsterborg im unterwegs in Spiel. Der Oberork hat uns geschickt. Er geht davon aus, dass ihr so eine Art Schamanstab habt, den er benötigt. Den hatte dieser Wichtigtour dabei, der uns vorgestern im Schlaf ermorden wollte. War ganz lecker, das Kerlchen. Ein bisschen zäh vielleicht. Also, schön für euch. Also, wir wollten eigentlich nur den Stab abholen und dann wieder verschwinden. Na, mein Süßer, so leicht ist das aber nicht. Er will doch nur einen neuen Schaman heranzüchten, damit dieser versuchen darf, uns zu meucheln. Na gut, ganz wie ihr wollt. So, und jetzt kommt die sangumwobene Entscheidung. Wie könnten sie entweder mit Gewalt dazu zwingen oder die Orks töten oder sagen, dann gehen wir wieder. Ja, am intelligentesten ist es zu sagen, wir töten halt die Orks. Wie bitte? Nein, das dürft ihr nicht. Wie bitte? Also ich denke doch, dass wir euch damit einen Gefallen tun. Ihr seid nicht ganz im Bilde. Wir mögen die Orks vielleicht nicht unbedingt und sie uns noch weniger, aber wir benötigen sie zum Erhalt unserer Rasse. Bitte erspart uns die Details, denn dieses Spiel ist ab 12 freigegeben. Klingt unglaublich, ist aber so. Grandy, aber ihr seid noch nicht 12. Ach, verdammt, Dankbart! Wenn wir den Stab nicht mitbringen, landen wir im Kochtopf. Also rückt das Teil raus, sonst war's das mit den süßen kleinen Schlangenkindern. Nun gut, da wir keine andere Möglichkeit haben. Schamanstab erhalten. Seht ihr? Vielen Dank auch die Damen, wir gehen da mal wieder. Okay, wir haben also jetzt die silberne Locke nicht bekommen, aber dafür haben wir jetzt den Schamanstab und mussten weder die Schlangenfrauen töten, noch die Orks. Yeah, man! Wir könnten den jetzt sogar Libra anlegen, weil der ist ziemlich stark. Aber... Ah, meine Nase ist gerade zu. Aber es würde uns überhaupt nichts bringen, denn dann müssten wir doch gegen die Orks kämpfen. Und das ist ja das, was ich nicht möchte. So, okay, hallo. Und habe Stab von Schaman, ne? Jo, war eigentlich gar kein so großes Problem. Ich habe mir nur fast den Schädel wieder eingeschlagen. Habe dann mit dem kleinen C fast einen Stolpersturz hingelegt. Über einen Kieselstein. Habe mich dann gegen einen Drachen gelehnt, der mir dann kurzerhand den Hintern versohlt hat. Und wurde dann letztlich von einer Harpie zu drei wunderschönen Meerjungfrauen getragen, die mich auffressen wollten. Kein Ding! Oh, du mir gibst schnell, schnell! Nein. Hier hast du ihn. Oh, sehr gute Arbeit. Ihr macht gut. Dann willkommen zu Tal, zu der nächsten Treffenaufgabe. Schieß los, alte Schwanznase. Ganz in Feste von Höhle Leben, böser Magier. Es schützt durch magische Wand vor uns Orken. Er ist sehr böse. Immer fängt er einen Orken für seine Böse Zauber. Aber wenig kommen an ihn ran, wegen magischer Wand. Und jetzt sollen wir für euch den Durchgang öffnen und diesen Fiesling die Leviten lesen. Was? Du gar nicht so dumm, Affenmann. Genau das wir von euch erwarten. Sonst du schlau, du Wissenschaft. Ja, koch doch von so. Wir werden sehen, was wir machen können. Endlich eine Möglichkeit, diesen interessanten Zauber zu wenden, den ich auf Raumstadt gelernt habe. Interesting. Ja. Jetzt können wir endlich auch mal mit all den Reden, die rumlaufen. Ich pass auf Gefangene auf. Nochmal, ich pass auf Gefangene. Auf Fangen auf. Auf Fangenden, bla bla bla. Da bin ich so ab. Klar. Klar, wir haben kapiert, was hat der Bursch denn angestellt? Auch nichts wie Sache, egal, Hauptsache wach halt. Ach so, na dann verschwindet's noch. Der ist wirklich noch blöder als seine Kumpels. Nein! Er hat einfach nur kein Interesse daran. Und das nennt man Bildzeitung. Was das damit zu tun hat? Keine Ahnung. Wenn frech sein, dann ihr bald Futter für Warge. Nichts müsste aber ich jetzt noch Witzle machen. Der ist cool. Wir wachen über Warge. Gut Freund von Orken und gut Fressi. Die wollen nicht wirklich Waage fressen, oder? Was ist mit meiner Nase los? Bla. Was ist mit diesem Let's Play los? Das nimmt merkwürdige Ausmaße an.
wollte mir eigentlich einen Gastkommentator holen, aber irgendwie denke ich, das wäre nicht gut gegangen. So, hallo. Ich, große Kämpfer, sei ich, mal werde sei Häuptling. Wow, cool. Wie real der wäre, damit die böse Fanden über uns herfallen. Nam, sieht gut aus. Hier ist ein unser Futterlager. Lecker Spinnen und Ratten. Toll. Ich freue mich für euch. Oh mein Gott. Ah, musste gerade mal durchatmen und mal schlucken. Irgendwie, ich hätte mir was zu trinken bereitstellen sollen, denn jetzt fällt mir das Reden doch immer schwerer. Deswegen muss ich nach diesem Video erstmal eine Pause machen. So, hallo, hallo, Treppe. Wow. Special Effects. Boah, das hat wehgetan. Eine magische Wand. Ein Glück, dass ich auf Reibstein dieses Buch gelesen habe. Da scheint alles drin, was man wissen muss, um so etwas zu bauen. Jetzt frage ich mich, liebe Freunde, was wäre denn passiert, wenn wir nicht auf Rammstein gewesen wären? Wenn wir das einfach umgangen hätten, wie wären wir dann hier weitergekommen? Gute Frage, ich habe noch nie ohne Rammstein gespielt. Schauen wir uns das Ganze doch nochmal etwas genauer an. Seid ihr plemplem? Das tut weh, dieses magische Dingsbums. Keine Sorge, Granny. Jetzt, wo wir wissen, was uns erwartet, wird uns schon nichts passieren. Das sagt aber auch nur ihr, Dankwart. Ich sehe hier nirgendwo einen Speicherpunkt. Okay, aber hier draußen ist einer. Deswegen. So, jetzt schauen wir nochmal. Okay. Also los. Er ging jetzt übrigens automatisch. Ah. Ich werde nur versuchen, diese magische Barriere zu bauen. Es ist ein sehr langwieriger und langweiliger und komplizierter Zauber. Für diese Aufgabe werde ich mich in Trance versetzen müssen. Während dieser Zeit bin ich ausgesprochen verwundbar, also gebt gut auf mich Acht. Keine Sorge, Dankwart, wir werden gut auf euch aufpassen. Hey, etwas anderes hätte ich auch nicht von euch erwartet, Granny. Tretet nur bitte ein Stück zurück. Das mache ich. Special Effects. Das war's? Eine kleine Lichtshow und mehr gibt's nicht. Dankwart, geht's euch gut? Ja, könnt ihr. Es ist bloß ein äußerst kräftraubender Zauber. Interessant. Und? Ich dachte, Dankwart hätte jetzt Lebenspunkte verloren, aber nein, hat er nicht. So, jetzt, warum gehe ich jetzt nochmal raus? Das werdet ihr gleich sehen. Ich möchte mich nämlich nochmal kostenlos heilen. Denn das können wir tun, bei unserem besten Freund der Welt, und zwar dem Holzfäller. Ein Holzfäller, der ein Gasthaus betreibt. Oh yeah! Ist jetzt eigentlich schon... Ja, da sind sie, aber mit denen sprechen wir später. Obwohl, nein, wenn wir schon mal da sind. Da ist Bertha! Bleib hier. Es ist so schön, endlich mal wieder arbeiten zu dürfen. Das denke ich mir ehrlich gesagt nicht. Aber egal, meine persönlichen Meinungen haben hier nichts zu sagen. Oh, Dankwart, es ist schön, endlich wieder eine Aufgabe zu haben und dumm auf dem Gang herumzulaufen. Deswegen breche ich mir auch ständig die Nase, weil ich gegen die Wände laufe. Ach, egal. Okay. Ich glaube, hier habe ich was ver... Oh, toll. Ich habe da drin nämlich was vergessen, als wir hier das... die Quest mit dem Ungeheuer hat. Tja, versaut. Waren nur ein paar Items. Nicht so schlimm. Ich bin euch so dankbar, dass ihr Bertha und Rüdiger überreden konntet, hier zu arbeiten. Ohne sie würden in spitzen zwei Wochen wahrscheinlich überhaupt keine Gäste bekommen. Schlafen. Ich habe euch ein Zimmer für Lebenszeit reserviert. Natürlich. So hat das auch zu sein. Ich bin schließlich Let's Player. Musik übertönt nicht mein Gerede. Okay. Überheblichkeit for the win. Okay, dann wieder hinaus, denn jetzt kommt das, worauf ihr alle gewartet habt. Der große böse Magier, auch genannt der schwarze Magier. Nee, Moment. Das war was anderes. Egal, rein da. Ich möchte, obwohl, nein. Nein, ich bin jetzt so fies. Oh yeah.
Ich bin jetzt so gemein und gucke mir lieber diesen schwarzen Stein, also diesen Stein mit dem schwarzen Loch in der Decke an, statt euch zu zeigen, was da drin vor sich geht. Bin ich gemein. Ich bin der gemeine Tarzan mit den gemeinen Cuts in seinen Videos. Okay, Leute, das war's erstmal wieder von Let's Play unterwegs in Düsterburg. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich unterhaltsam war oder auch nicht. Ich musste mir einfach irgendwie so ein bisschen den Frust von der Seele spielen. Und ja, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Unterwegs in Düsterburg. Ich bin Tarzan. Bis zum nächsten Mal.